ausreichenden Vorsprung zu verschaffen. Nur dreimal hat er ihn etwas genützt. Die Engländer, hier die Mannschaft des FC Watford, sind nach wie vor die Angstgegner der Deutschen im Europapokal. Daher auch heute die bange Frage, reicht dem ersten FC Kaiserslautern das 3:1 aus dem Hinspiel hier beim FC Watford an der Vicarage Road, an der ich Sie ganz herzlich begrüße. Die Mannschaft des ersten FC Kaiserslautern, da hat es zwei Änderungen gegeben. Oben mit der 1 Reichel im Tor für Grüner und mit der 7 Plath, der für den verletzten Kitzmann hineingekommen ist. Die Lauterer zum 7. Mal im UEFA Cup dabei. Zumindest haben sie immer die zweite Runde erreicht. Hoffen wir, dass das auch heute der Fall sein wird. Das ist ja wichtig für die Finanzen. Man hat 700.000 Mark veranschlagt, 250.000 bislang erst eingenommen. Da waren eben gerade zu sehen die gelben Fähnchen des FC Watford. Der Präsident Elton John ist hier vorher im Stadion herumgegangen mit so 200 Fahnen im Arm und hat sie an die Fans verteilt. Da muss man sich mal vorstellen, dass vielleicht der Präsident des HSV oder des FC Bayern auch mal so eine Geste macht. Schiedsrichter Valery Butenko aus der UdSSR. 42 Jahre alt ist der Mann aus Moskau. Sportlehrer und Eishockey-Trainer. Hoffen wir, dass das hier in diesem Spiel heute nicht zugeht wie beim Eishockey. Kaiserslautern also in den roten Trikots mit Torhüter Reichel von links nach rechts. Ist Brummer wieder dabei, trotz seines verhängnisvollen Fehlers im Hinspiel. Thomas Alloff, schön gemacht. Und Einwurf für Kaiserslautern. Thomas Alloff, eines der drei Tore im Hinspiel, schoss er. Andi Brehme. Nilsson. Man fürchtet die Kopfballstärke der Engländer, natürlich auch in der Abwehr. Brummer. Das haben wir geübt, das Kopfballtraining, bis zum Wahnsinnigwerden, sagte mir Dietrich Weise vorher. Regel. Und Pfiffe für den ersten FC Kaiserslautern. Freistoß geschoben von Plath. Der Nummer 3, Wilf Rostren, Kapitän des FC Watford. Die Lauterer fürchten das ein bisschen, diese Situation, dieses Kick and Rush, dieses weite nach vorn schlagen der Bälle und dann die Kopfballstärke des Gegners. Noch einmal Rostren. Und Bahn. Und Briegel klärt zur Ecke. Nach 2 Minuten also der erste Eckball für den FC Watford, von dem die Lauterer hier viel, viel, viel Druck erwarten, vor allem in der ersten halben Stunde. Das ist Bahn, Mann aus Jamaika. Ecke von Callahan, Bahn verlängert und Reichel gegen Rostron. Sehr schön geklärt. Die 4. Minute läuft. Und schon wieder eine große Möglichkeit. Und das 1:0 für Watford. Und da gibt es keinen Zweifel. Der Schiedsrichter zeigt auch zur Mittellinie. Das war Ian Richardson, der neu in die Mannschaft gekommen ist. Für Lohmann, den Holländer. Und das ist natürlich alles andere als das, was der erste FC Kaiserslautern sich gewünscht hat. Schon in der 4. Minute das 1:0 durch diesen Mann, durch Richardson. Sechseinhalb Minuten jetzt gespielt und der Druck des FC Watford hält nach wie vor unvermindert an in Richtung Lauterer Tor. Watford, ja eine Randgemeinde von Groß-London mit Kleinstadtcharakter, etwa 100.000 Einwohner, davon ist jeder Vierte heute Abend hier im Stadion, 25.000 etwa da. Wieder Rostron und Briegel und passt ein Eigentor. Glück für Kaiserslautern. Großes Glück für den FC Kaiserslautern.
dass Briegel hier nur zum zweiten Eckball klärt und nicht aus Versehen zum 0:2 ins eigene Netz. Wieder wird die Ecke kommen von Callahan, Gilligan vor dem Tor. Bremen. Gosten. Auf Palmer. Reichel. Und Tor! Oh Gott, ist das schlimm. Ein Eigentor von Werner Melzer mit der Nummer 4. Und gespielt sind genau 8 Minuten und 20 Sekunden. Und dieses 2:0 würde dem FC Watford schon reichen. Das ist der Pechvogel Werner Melzer, dem das Missgeschick zum 0:2 unterlief. Hier sehen wir das noch einmal in der Zeitlupe. Von Reichel der Ball zu Melzer und dann ins eigene Netz. Und Freistoß für Watford. Die erste halbe Stunde wird schlimm, sagte Hannes Bongers vom 1. FC Kaiserslautern. Aber dass sie so schlimm werden würde, hat er sich wohl sicherlich nicht gedacht, dass Watford so schnell, und jetzt ist er seine Viertelstunde gespielt, das 3:1 egalisiert haben würde. Die Lautra, sie haben einfach nicht den Platz, die Muße, eigene Konter zu fahren. Ganz im Gegenteil, weiter Gefahr, wie hier durch Bahn und Ecke. Die vierte für Watford. Die Wiederholung, schön geklärt von Arnim Reichel. Ist der Barnes, Jamaika geboren. Riegel, Palmer und Abstoß. Es gab hier schon Szenenapplaus für den FC Watford, der ja in der Meisterschaft nicht so gut zurechtgekommen ist. Bislang auf Rang 15 nur. Zuletzt sogar 2:3 zu Hause verloren gegen Tottenham. Die Lautra, sie kommen ganz selten so gefährlich vor das Tor wie hier. Briegel! Ja, das war gut ein halber Meter. Wie dieser Kopfball von Briegel am Tor vorbeiging. Wir sehen, der Ball kam von einem Spieler von Watford. Und dann Briegel in der Zeitlupe. Es läuft die 29. Spielminute im Watford beim Spielstand von 2:0. Das Spiel ist etwas ruhiger geworden. Watford nicht mehr so wild attackierend wie in den ersten 10 Minuten. Lauter können sie ein bisschen frei machen, aber Watford achtet schon sehr gut auf die Abwehr. Barnes. Callahan verpasste da. Sie lassen den Lautern keine Luft, so wie einer den Ball hat, da wird er angegriffen. Da kann sich natürlich schwer nur ein Spiel entfalten und dann ein Fehler von Alof. Bolte. Und Jobson vorbei. Nilsson. Freistoß. Ist Torbjörn Nilsson seit Sonntag um 100.000 Mark reicher, weil eines seiner Trabrennpferde ein großes Rennen gewann. Bongas. Riegel. Von Palmer jetzt. Brummer. Melzer.
Wieder Brummer. Jawohl. Und knapp vorbei. Noch eine halbe Minute nach meiner Uhr bis zur Halbzeit beim Spielstand von 2:0 für den FC Watford. Links der Schiedsrichter schaut auch schon auf die Uhr. Die Lauterer sind etwas stärker geworden, aber aus den wenigen sich bietenden Möglichkeiten, da haben sie nicht viel gemacht. Da wurde das Tor weit verfehlt von Alof oder von Brummer. Briegel noch einmal. Geil. Briegel. Aber aus der Distanz haben die Lautra viel zu selten geschossen und in diesem Augenblick der Abpfiff des Schiedsrichters. Mit 2:0 geht Watford in die Pause und dieses 2:0 würde der Mannschaft aus dem Nordosten von London reichen. Beide Mannschaften sind unverändert aus der Kabine gekommen. Keine Auswechslung. Auch Frohwein, der sich warm gemacht hatte in der Halbzeit, hat die Trainingshose wieder angezogen. Warm. Rosten. Gilligan und Reichel. Jimmy Gilligan, der Torschütze zum 1:1 nach Vorarbeit von diesem Spieler, von Rostren. In der vierten Spielminute der zweiten Halbzeit. Melzer, der Pechvogel. Die Wiederholung. Rostren. Und dann schön genommen von Gilligan. Schon 10 Minuten verstrichen von der zweiten Halbzeit. Die Lauterer wollen, das merkt man deutlich besser, werden besser agieren, aber am Vermögen da hapert es doch vor dem gegnerischen Tor. Wir haben etwas mehr vom Spiel, die Pfälzer, aber große Chancen haben sie noch nicht herausspielen können. Callan. Und Eckball. Diesmal kommt die Ecke herein von Kenny Jackett, einem 20-jährigen Nationalspieler aus Wales. Barnes, Brummer. Alof, hat er Glück gehabt. Nilsson kommt jetzt, 2-3. Aber für Nilsson ist heute einfach kein Durchkommen. Diesmal Endstation Charlie Palmer. Breme. Und jetzt drei Watford-Spieler gegen zwei der Lauterer. Jobson. Noch einmal. Und Barnes drüber. Nach 20 Minuten der zweiten Halbzeit die erste Auswechslung mit der 7 geht klar hinaus. Und hinein kommt mit der Nummer 13 Norbert Eilenfeld, der vierfache B-Nationalspieler. Hoffen wir, dass diese 13 in Lautern etwas mehr Glück bringt. Mehr Schwung. Hier ist der Manfred Plath. Der hinausging, der nicht schlecht war, aber der Taktik geopfert wird. Es muss einfach jetzt mehr Druck nach vorne kommen. Bahn. Watford wirft. Da ist der Norbert Eilenfeld. Und Achtung! Richardson wieder, vor ihm aber Reichel am Ball.
Jobson. Und das Tor zum 3:0. Jobson gab die Flanke, die Nummer 4. Und wenn ich richtig gesehen habe, war das wieder Ian Richardson, die Nummer 8, der vollstreckt. In der 57. Spielminute. Die Wiederholung. Breme lässt ihn erlaufen und ein gefühlvoller Heber über Reichel hinweg. 3:0 für Watford. Jubel im Stadion natürlich. Richardson, der auch schon das 1:0 schoss. In der 67. Spielminute. Noch eine Wiederholung von der Hintertorkamera. Keine Chance für Reichel, der bleibt ein bisschen zu weit vor dem Gehäuse stand. Er hoffe auf eine Special Night, auf eine besondere Nacht, hatte Graham Taylor, der Trainer von Watford, vor dem Spiel gesagt. Er hoffe auf etwas Ähnliches wie im englischen Pokal. Da verlor man mal in Sunderland 0:4 und gewann hier 7:1. Und auf eine ähnliche Leistungssteigerung seiner Mannschaft hoffe er gegen Kaiserslautern. Und es sieht dann so aus, als sollte Watford in die Runde 2 einziehen. Ein einziges Tor allerdings würde Lautern die Verlängerung bescheren und eventuell ein Elfmeterschießen. Allops, aber wer soll das Tor machen? Riegel vielleicht, der agilste, wird umgestoßen, aber geht weiter. Breme. Alle Lauterer, bis auf Reichel, jetzt in des Gegners Hälfte. Brummer. Schön. Und knapp drüber von Axel Brummer. Hallo. Kräfte von Watford lassen noch ein bisschen nach. Jetzt Nilsson, Geie. Und Tor, nein. Ah, Pech für die Lautra jetzt. Die größte Chance des ersten FCK in diesem Spiel. Und da liegen 2-3 auf dem Rasen. Prallte der Ball hinten auf das Netz und wir sehen das noch einmal. Sherwood mit der Hand hat er Glück. Noch einmal diese Riesenmöglichkeit von Geil. Unheimliches Glück für Torhüter Sherwood. Da ist Elton John übrigens. Ja, danke. Der Fotograf geht extra zur Seite. Der Herr mit dem Strohhut, der Präsident des FC Watford. 1,5 Minuten muss Elton John noch zittern um seinen FC Watford, in den er Millionen hineingesteckt hat, mit dem er das Wunder geschafft hat eines Aufstiegs von der 4. in die erste Liga. Den Einzug in den Europacup gleich im ersten Jahr in der ersten Division. Das grenzt schon ein bisschen an ein Märchen. Er hat eine junge, begeisterungsfähige Mannschaft, einen guten Trainer. Und dieses 3:0, das ist auch verdient nach den Spielanteilen, nach den Chancen. Die Lautra im Sturm zu schwach, sie fanden einfach kein Mittel gegen die Kopfballstärke der Engländer. Noch einmal Aufregung auf der englischen Bank. Graham Taylor, der Coach, der Manager. Nilsson. Und es sieht ganz danach aus, als wollte er der erste FC Kaiserslautern ausscheiden. Aber das war noch nicht der Schlusspfiff. Der Jubel zu früh, das gibt noch einmal einen Freistoß. Als sollte erstmals beim 7. UEFA Cup Auftritt der Lauterer in der ersten Runde bereits das auskommen. Eine schnelle Führung und jetzt der Schlusspfiff. Eine schnelle Führung brach den Lauterern das Genick, dann ein Pech. In der 8. Minute das 0:2 schon durch das Eigentor von Melzer, das man ihm nicht anlasten kann. Dann wurden die Lauterer besser, aber dann kam unvermutet ein Konter, dann kam das 3:0 für Watford. Der Traum vom Einzug
hat sich nur für den FC Watford in die zweite Runde erfüllt. Und Graham Taylor, der Trainer des FC Watford, applaudiert zu Recht seiner Mannschaft, während sich hier Ian Richardson mit der Acht, mit Applaus von den Fans, verabschiedet, sich bedankt für die Anfeuerung der 25.000. Das war's aus Watford, zurück in die Sendezentrale.